Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Und zwar befinde ich mich hier in We Are Football 2024. Das ist das erste Mal, wo ich dieses Spiel anzocke. Das ist meines Wissens sehr interessant für Karrieren in den unteren Ligen. Klar hatte ich eine Idee, bei Alemannia Aachen eine Karriere zu starten in FIFA 23 im Credio Club Modus. Aber letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, hier dieses Spiel auszuprobieren. Ich möchte sehen, ob es mir liegt, ob ich zufrieden bin. Und wie ich klarkomme. Das ist auch tatsächlich das dritte Mal, was ich das probiere anzuzocken, weil es hat immer nicht funktioniert. Egal wo, es hat nicht funktioniert. Entweder war das Bild schwarz, entweder war die Audioqualität schon zu schnell. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Unterstützt mein Aufnahmeprogramm das Spiel nicht, aber das kann nicht sein. Weil das Aufnahmeprogramm tut jetzt ja den Bildschirm auswählen oder aufnehmen, nicht irgendwie das Spiel. Wir werden sehen, wenn es nochmal Probleme irgendwie gibt, dann lasse ich euch auf jeden Fall wissen. Wie gesagt, diese erste Folge wird nicht so lange, denke ich, so 10 bis 15 Minuten. Ihr wisst es mehr. Ihr wisst mehr. Und ich würde sagen, Wochenstart hier. Was ist Ihr persönlicher Schwerpunkt diese Woche? Natürlich können wir hier zwischen sehr viel auswählen und ich denke, dass wir Organisatorisches machen werden und ich denke, dass wir erst einmal über Fitness gehen, mental, die müssen einfach fit sein, nicht direkt irgendwie Offensivspiel, sondern erstmal völlig auf Fitness konzentrieren, den Fokus auf Fitness legen. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich mache kurz einen Cut, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. So, hier bin ich wieder. Ich habe den Modus ausgestellt. Also wie gesagt, den Musikbass habe ich ausgestellt, weil ich denke, mit Musik ist es, glaube ich, nicht so gut, wobei ich doch würde sagen, wir machen die Musik wieder an hier. So. Gehen wir zurück ins Gameplay. Sorry für den schwarzen Bildschirm an dieser Stelle. Jetzt so. Auslosung gibt es auch hier tatsächlich. Das ist ja mal nice. Das wird interessant sein für zum Beispiel, wenn es irgendwie Champions League gibt's oder keine Ahnung, irgendwie was anderes. Jede Woche Tooltips verzögert. Ja, das passt soweit. Ich würde sagen, wir gehen zum Gameplay rüber. Wieder schwarzer Bildschirm. Jetzt da. Okay. Wie gesagt, wir werden jetzt hier uns mal das alles anschauen. Spiel habe ich ja schon vereinbart. Ich würde sagen, hier haben wir sogar die U19, die U17. Haben wir hier Lokales. Das ist interessant, die zweite Mannschaft Kader. Können wir nicht auswählen. Das ist die erste Mannschaft hier. Genau, und ich würde sagen, dass wir uns mal die Organisation widmen.
Maximale Entfernung für Bahnfahrten. Am gleichen Tag mit der Bahn anreisen. Ja, das passt so. Ja, okay. Okay, warum ist da hier nur eins und wieso kann ich nur bis 3 Tagen wählen? Dann würde ich sagen, machen wir das tatsächlich so. Wo hatte ich das gesehen jetzt? Wo hatte ich das gesehen? Mit den... Ah, hier genau. Machen wir mal 3. Beziehungsweise komplett anders an der Abteilungsleiter delegieren. Hier kann man noch ein Turnier vereinbaren. Und ich würde sagen, Samstag ist es echt gut, ein Turnier zu organisieren. Ein Trainingslager kann man auch organisieren. Ich würde jetzt nicht sagen direkt nächste Woche. Beziehungsweise doch nächste Woche. So, passt. Okay. Dann gucken wir uns mal komplett das mal an, ne? Hier der Jahreskalender. Okay. Ich würde sagen, ich mache kurz wieder einen Cut, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Und ja, tatsächlich ist alles in Ordnung. Ich würde sagen, dass wir das erste Mal mal simulieren werden hier. Wochenplanung würde ich sagen. Stadionsponsor suchen. Machen wir mal hier, okay. Abteilungsleiter suchen, das passt soweit. Okay, das passt. Dann werden wir mal ein wenig vorsimulieren. Immer noch am 3. Terminplaner, Freundschaftsspiel. Schauen wir uns das mal an. Bitte legen Sie die Eintrittspreise für die kommende Saison fest. Okay. Ja, wir brauchen doch mal ein bisschen Kohle, würde ich sagen. 4 Euro. Ja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Passt. Somit findet jetzt die DFB-Pokalauslosung statt und das schauen wir uns doch mal an. Das ist genial. Leider sind wir noch nicht vertreten. Sowas meine ich. Das ist echt interessant zu sehen. Das ähnelt ein bisschen dem FIFA Manager. Ich hatte ja mal FIFA Manager gespielt in 2011. Und das ist echt interessant hier. Duisburg zu sehen. Braunschweig, ich denke. Klar. Okay, Kennenlernabend. Da wir aber noch nicht so wirklich international vertreten sind, würde ich sagen, dass ich tatsächlich erstmal alles wegtun werde. Und hier kann man jetzt einen Sponsor auswählen. Das passt soweit. Mit Clever Reach. Das ist schon okay. Klein und national, das passt. Okay. Ja, das passt doch. Nein.
Das ist in Ordnung. Ah, achso, deswegen scheitert es. Sorry. Aufstiegs- und Pokalprämie 78%. Genau, verhandeln wir. Okay. Angebot zu unter akzeptieren. Jawohl. Dann. Und an dieser Stelle, sorry, mir ist das System abgerubbt. Hier kann man jetzt ein Freundschaftsspiel vereinbaren. Und das ist doch genial. Also gegen diese Teams geht es auf jeden Fall mal nicht. Wir können sogar gegen Heidenheim testen. Aber ich denke, wir testen erstmal gegen Teams aus der unteren Region. Wie zum Beispiel Türkspor Augsburg, würde ich sagen. Testspiel vereinbart. Maximale Dauerkarten. Machen wir mal bei 30%, damit die zufrieden sind hier. Gut. So. Nachdem wir ein Testspiel gegen Türkspor Augsburg organisiert haben, werden wir jetzt hier auf jeden Fall schauen, wer alles mitmacht. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir auf jeden Fall mal irgendwie vielleicht schauen, ob wir Saremse einladen können, beziehungsweise FC Astana können wir sogar machen, Stadren. Ich weiß nicht, Liverpool oder Crystal Palace. Ich würde sogar fast sagen Crystal Palace. Gegen Südtirol. Können wir mal testen vielleicht. So, sie können noch zwei weitere Vereine hinzufügen, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht irgendwie den ersten FC Herzogenaurach mitmachen und Spielvereinigung Landshut. Okay, sehr schön. Wir spielen somit gegen Südtirol, unter anderem, und Landshut sowie Herzogenaurach. Okay. So Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass hier nicht die lizenzierten Porträts festlegen. Die muss ich ja noch machen. Sorry an dieser Stelle, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge wird das auf jeden Fall gemacht. Definitiv. Ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht noch die Aufstellung machen werden und dann in der nächsten Folge das Testspiel gegen Türkspor Augsburg angehen werden. Genau, wir gucken einmal auf die Aufstellung, wie sie aufgestellt ist. Wir spielen natürlich mit einem 4-4-2 hier mit Robin Tremmel und Edwin Retzic, Levin Döring, Konstantin Kirchhoff, Fabian Erler und Leo Schweiger spielen hier. Ansonsten passt die Aufstellung soweit. Gegnerischen Kader ansehen. Ja. Im Großen und Ganzen interessant. Okay, das passt soweit.
Ich würde sagen, dass wir das dann in der nächsten Folge angehen. In diesem Sinn, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mir den Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Ich werde jetzt noch einen Patch installieren und dann gleich die nächste Folge aufnehmen. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.